Herzlich willkommen bei unserer Sendung Im Fokus, aktuelle Themen im Talk auf GüstrowTV. Ich freue mich, Sie mal wieder zu einem Talk aus der Rubrik Sport begrüßen zu können. 60 Jahre Speedway in Güstrow ist heute unser Thema. Im September 1963 fand demzufolge das erste Motocross- und Speedway-Rennen in Güstrow statt. Und wie es dazu kam und was sich seitdem getan hat, das möchte ich heute mit meinen Gästen hier im Studio besprechen. Ja, wir fangen mal an. Aus meiner Sicht heute mit dem wichtigsten Gast. Sein Name steht auf dem ersten Programm des MC Güstrow vom 29. August 1963. Und bereits 1966 holte er sich mit der Mannschaft den ersten Meistertitel. Im gleichen Jahr wurde er DDR-Vizemeister. Sein damaliger Rennarzt bezeichnete ihn als Draufgänger, für den er vor dem Rennen auch schon mal ein Bett im Krankenhaus vorreserviert hatte. Wir begrüßen eine Güstrower Speedway-Legende, kann ich glaube ich sagen. Herzlich willkommen, Bruno Bülow. Schön, danke, dass du da bist. Guten Tag. Oder wie? Ja, ja. Genau. Ja, dann machen wir mal weiter zu meiner Linken. Er war nie ein aktiver Speedway-Fahrer, kam als Fan zum Speedway und war schon als Kind fasziniert von diesem Sport oder von dieser Sportart. Heute ist er Stadionsprecher und im Vorstand des MC Güstrow aktiv und ich begrüße heute hier Steffen Schulz recht herzlich. Schön, ja, dass hallo, du da bist. Last but not least, zu meiner Rechten, er startete nach einer beeindruckenden Begegnung mit Werner Mell in der Patenbrigade 1983 als Youngster in Güstrow mit dem Speedway-Sport, gewann 1987 den U21 DDR-Meistertitel, ADMV-Pokal nannte sich der, auch 1987 DDR-Mannschaftsmeister und DDR-Vize-Paarmeister 1990 gemeinsam mit Ralf Peters, habe ich gelernt. Nach der Wende war er noch weiter aktiv im Speedway-Sport. Und nun ist er bereits seit wie vielen Jahren? Seit 2009. Seit 2009 zweiter Vorsitzender des MC Güstrow. Willkommen bei uns im Studio, Thomas Koch. Hallo. Ja, also 29. September 1963 ging alles los. Ich war da, halt stopp, 6 Monate alt. Zufällig auch 60 Jahre alt, genau wie der Güstrower Speedway-Sport in Güstrow. Da fand die erste Motocross- und Speedway-Veranstaltung hier in Güstrow statt. Meine erste Frage wäre mal, ich habe da auch im Internet recherchiert und habe auch was gefunden. 20. Oktober 1963 wurde ein offizielles Rennen gestartet. Was ist jetzt das offizielle Startdatum, Thomas, wenn ich mal bei dir anfangen darf? Also von meinem Wissensstand her ist es der 29.09.1963. Aber es war noch eine, ja, so wie ich das weiß, eine gemischte Veranstaltung. Und Bruno wird das tatsächlich bestätigen können, dass es ja eine gemischte Veranstaltung mit Motocross war und Speedway. Okay. Soweit ich das weiß, war das noch gar nicht so richtig fertig so. Aber da wird Bruno bestimmt was, genau, Besseres sagen. Also wahrscheinlich dann vielleicht gleich eine zweite Veranstaltung einen Monat später. Kann das sein, Bruno? Das dann gleich könnte möglich sein. Aber kriegen wir heute nicht so genau raus. Ist auch nicht so wichtig, habe ich nur so bei meiner Recherche gefunden. Genau wie auch, da gibt es so eine Facebook-Gruppe, die ich übrigens ganz toll finde. Ehemalige Speedway-Fahrer aus der DDR. Ich glaube, da ist Raller ganz aktiv mit drin, ne? Bezüglich der Zuschauerzahl bei der Eröffnungsveranstaltung am 29. September 1963 spricht ein gewisser Dirk Riemann in der Chronik des MC Güstrow, 2030 glaube ich veröffentlicht worden, von 1200 Zuschauern, aber in einem Artikel in der Internationalen Motorsport, wie nannte sich die Zeitschrift, von 1963, da war sogar von 3000 die Rede. Und was ich besonders spannend finde, das ganze Rennen hat damals bei strömenden Regen und Bögen Wind stattgefunden. Oh. Da kannst du noch dran erinnern, Bruno, ja? Ich habe gerade erzählt, die Ketten, das war alles steif gewesen. So ein Motter. Mhm. Da waren sicherlich einige Ausfälle, denke ich mal, ne? Witterungsbedingt. Das waren die Polen, die Russen. Die waren auch alle da. Da sind die Bilder gehabt. Wir haben ja alles auf, also das sah schlimm aus. Genau. Wir hatten ja keinen Schutz da hinten gegen. Denn habe ich so einen Stein hier raufgelegt, flog die Bälle in zwei Hälften und dann geguckt und alles voll Dreck. Oh. Da gab es noch keine Integralhelme? Da gab es noch keinen Denk dran. Aber Gesichtsschutz hattet ihr schon damals, denke ich mal, ne? Ja, so eine kleine Brille, ja. Und die war gleich weg mit einem Stein. Okay. Später gab es doch diese Maske, ne? Oh, das war auch ein bisschen, ja. Aber so, das war nicht so wichtig. Dann hat es die Brille beschlagen. Die Maske. Der Mund musste schon frei sein. Okay, also was die Zuschauer betrifft, denke ich mal, einigen wir uns mal, es wird so um die 2000 gewesen sein, ne? Lässt sich wahrscheinlich nicht mehr ganz so genau feststellen. Vielleicht guckt ja der eine oder andere Experte mit zu, der kann ja gerne mal diese Zahl nochmal für mich korrigieren und für die Zuschauer im Nachhinein. Ansonsten, 12. April 1964 wurde die erste Meisterschaft ausgetragen. Weiß noch jemand, weißt du, wie die ausgegangen ist, die erste große Meisterschaft in Güstrow?
Das kann ich nicht beantworten. Weißt du nicht? Nicht so genau. Wissen wir nicht mehr. Kriegen wir nicht mehr raus. Auch noch wieder. Müssen wir wahrscheinlich mal an die Fans die Aufgabe geben, dass wir irgendwie mal ein paar Sachen im Archiv prüfen genau, lassen. Vielleicht genau. Gibt es den einen oder anderen Fan, der uns noch helfen kann. Ne? Genau, würde mich interessieren, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zuschauer. Das kriegen wir noch raus. Ja, wie ist es denn zu der Idee gekommen, in Güstrow überhaupt Speedway-Sport zu betreiben? Wer könnte mir diese Frage beantworten? Das würde mich einfach mal interessieren. Das ist ja nun nicht gerade so ein, war ja was Besonderes irgendwo auch, denke ich. Ne? Na, ich sag mal, grundsätzlich würde Bruno da auch wieder was sagen, aber ich, von meinem Wissensstand her war es Fritz Sube, der das... diesen Stein ins Rollen gebracht hat, also dass der Speedway-Sport... Das zu betreiben hat ja Fritz Sobe alles erfunden mit. Wir sind ja von da aus ja gleich zum Speedway, vom Motocross zum Speedway gegangen. Wir haben ja die Speedway-Bahn ja auch schon mitgebaut. Also wurde die quasi, wurde schon dafür geschoben, dass auch wieder Speedway gefahren aber wird. Quasi wurde vorher Motocross gefahren, du warst ja auch Motocross-Fahrer im ersten Jahr, soweit ich das recherchiert habe. Und man hätte auch sagen können, wir fahren weiter Motocross, aber das hat euch nicht gereicht. Nee, das hat nicht gereicht, das war, weil wir schon gesehen haben, wie es da vorwärts geht mit Speedway. Dann sagt Fritz, dann bauen wir eine Speedway-Bahn. Und dann haben wir die Bahn fertig gemacht und mit Schippe und Hans und so einen kleinen Radlader gehabt. Ne? Nicht so wie heute, was heute eine große Raupe, die schiebt. Eine Raupe haben wir nachher schon gehabt. Eine kleine, aber das war ja alles bloß Fusselkram da. Und hattet ihr denn international irgendwie Vorbilder oder andere Teams oder andere Wir hatten schon Stadien? Aber die Bahn passte da nicht. Wir haben ja bloß eine kurze Bahn gehabt von 330 Metern. Ne? Und die war ja international nicht. Dann wurde schon wieder ein bisschen nachgebaut nachher. Ne? Aber es war ein schöner Rundkurs. Ne? Das muss man auch fertig werden da drauf. Mhm. Auf jeden Fall bist du einer der ersten Speedway-Fahrer, der beim MC Güstrow auch vordere Plätze belegt hat, beziehungsweise den Verein zu vorderen Plätzen verholfen hat. Du hast, soweit ich das weiß, mit Eberhard Kammler quasi die 60er Generation des Speedway-Sports in Güstrow geprägt. Dann folgte auch schon Dieter Tetzlaff, denke ich mal, ne? Kurz darauf als Newcomer sozusagen und hat auch sehr erfolgreich daran teilgenommen. Das ist so korrekt, ne? Das war so, oder gab es noch andere? Ich war der Erste und dann kamen die alle nach. Wir wussten ja gar nicht, wie spät wir gefahren wird. Wir haben uns PKW-Reifen aufgeschnitten und haben dann noch die Knie. War schlimm. Keiner konnte uns was zeigen, ne? Wie es lang geht. Der Holger Jörg hatte irgendwo mal so einen Artikel geschrieben auf dieser Seite, ehemalige Speedway-Fahrer. Es wurden ja jeweils 3 Speedway und 3 Crossläufe fanden damals statt im Stadion. Ich finde interessant die Tatsache, er schrieb Bruno Bülow noch als Crosser am Start. Offenbar war er dann aber vom Speedway mehr fasziniert, sodass er bereits zu Beginn 64 das Motorrad quasi wechselte und dann bist du ein erfolgreicher Drifter geworden. Aus unserer Sicht natürlich, aus Güstrow-Sicht zum Glück, ne, weil du warst ja wirklich erfolgreich. Und in der Crosser-Klasse hattest du aber auch den zweiten Platz belegt, wenn ich das richtig gelesen habe. Da habe ich den zweiten Platz belegt. Auch den zweiten Platz. Also warst du... Bleib beim Anfang da und dann nachher ging es mit Speedway los, ja. Okay. Und die Entscheidung ist dir also nicht schwer gefallen, einfach die Maschine zu wechseln und jetzt zu sagen, ich fahre jetzt ein bisschen im Kreis, weil der Crosser würde wahrscheinlich sagen, nur im Kreis fahren wäre auch nichts für mich. Ja, Motocross ist auch aufwendiger gewesen als Speedway. Speedway hat sich leichter gefahren. Ne? Motocross über die Hügel muss da auch aufpassen und was tun und machen. Okay. Ja, wann genau entstand das Stadion dann? Du hattest gesagt, ihr habt dann angefangen zu bauen und zu fliegen. Wann war das fertig? Wann konnte das in Betrieb genommen werden? Was war da überhaupt vorher? Was stand da? Was war da das Acker? Haben sie, oder? Für die Stadt Sand rausgeholt. Kiesgrube. Ach so, okay. Und die Idee kam wieder mal von unserem Fritz Sobier. Und wir haben ja auch die Bahn in Krakau ausgebaut. Ja. Da haben wir ja auch. Ach, da war auch eine Speedway-Bahn. Da haben wir ja auch in 3 Klassen gefahren. Da waren wir mit der 3,5er Java gefahren und alles sowas. Muss eine interessante, wilde Zeit gewesen sein, denke ich mal. Ne? Ganz wilde Zeit. War eine Kieskuhle da rein und dann Keulen werfen. Und ich habe eine Keule mitten im Wald wiedergefunden. Ja. Ihr hattet ja später, also es gehört ja zu so einem Speedway-Stadion oder zu einer Speedway-Bahn, die es ja damals noch war, gehört ja auch ein Kampfrichterturm. Und da habe ich auch gelesen, da gab es so eine kuriose Geschichte. Der erste Kampfrichterturm war was? Wie war der Kampfrichterturm, den ihr hattet im Stadion, hast du das noch miterlebt, der erste? Das soll so ein Bus gewesen sein, ne? Habe ich gelesen. Ein Bus als Kampfrichterturm?
Die Bus, zwei haben wir gehabt. Zwei sogar? Zwei Bahnsitze, haben wir unsere Motorräder drin gehabt. Ach, die Motorräder auch noch? Da in den Dings. Ich habe nur gesehen, so an der Bahn auf vier Stelzen, da gibt es ein legendäres Foto, denke ich mal. Ne? Von, ja. Da fing das an, genau. Mit dem Bus. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Wahrscheinlich auch wieder Fritz Subir seine Finger im Spiel gehabt, denke ich mal. Der ist ja wahrscheinlich wirklich der am meisten Anteil hatte an dieser ganzen Entwicklung überhaupt. Da haben wir unsere Motorräder und alles drin gehabt, unser Zeug und alles. Und in Krakow, war das die sogenannte Waldbahn? Sowas die Waldbahn da. Und wie lange hat die existiert? Die Waldbahn in Krakow, wie lange gab es die? Wie lange gab es die? Da habe ich dreimal den von 63, 45, 3 Jahre war die Waldbahn da. 3 Jahre, tatsächlich. Und dann? Und da war so ein Wanderpokal. Eckhard Silke, der hat den Pokal gehabt. Und da musste ich, und ich habe ihn nachher zweimal gewonnen. Ich habe den da ausgeschlagen. Und da habe ich den Pokal da gekriegt. Und dann hat sich das alles nachher nach Güstrow verlagert. Dann war mit ja? Moped fahren und alles ja, gewesen, ja, drei ja. Klassen so. Dann wurde mit Moped vorne, dann kamen die 125er und die Motocross-Maschinen hinterher. Und den mussten dann die alle überholen und dann... Wilde Zeit, Thomas. Ganz, ne? Ganz wild ja. Gewesen. Schön davon zu hören, ne? Mal von, richtig. Wirklich von Leuten, die das miterlebt haben, ne? Thomas, sag mal, ich hatte, glaube ich, neulich erzählt, ich war ja mit Adi Schlag mal mit dem Motorrad unterwegs, haben mal so eine kleine legendäre Tour gemacht. Wir haben festgestellt, wir kennen uns schon 40 Jahre oder über 40 Jahre. Und er sagte irgendwie, am Anfang der Speedway-Zeit in Güstrow gab es auch mal irgendwie ein Rennen in Teterow oder überhaupt das erste Rennen war in Teterow. Weißt du davon irgendwas? Hast du da was gemacht? Speedway-Rennen? Ein Speedway-Rennen in Teterow, aber da war doch eigentlich nur so richtige Speedway-Rennen, sag mal, es gab ja so eine Trainingsbahn, gab es ja, sag mal, wo jetzt auch die Arena ist, die gab es da gab es so eine Trainingsbahn, aber ich sag mal, das war mehr oder weniger ein Langbahnrennen, so okay. Ist es mein. Okay, es kann auch sein, dass ich das jetzt falsch, ja genau. Ich weiß von Peter Stanislawski, dass die da mal auch Langbahnrennen gefahren haben, ja. Tatsächlich, also er sagte irgendwie, das wissen viele gar nicht so, dass die ersten Rennen auch in Teterow tatsächlich stattgefunden haben. Das ist möglich, ja. Ja, also 1,5 Millionen Fans bisher im Stadion, um vielleicht auch mal auf dich zu kommen. Damit einer der erfolgreichsten Clubs der DDR, damals auch mit 70 Meistertiteln. Wie aktuell jetzt? Habt ihr da neue Zahlen? Wir haben, glaube ich, die Statistik ein bisschen vernachlässigt. Da müsste man mal schauen, dass man mal die Zahlen aufarbeitet. Aber ich sag mal, 1,5 Millionen in all den Jahren, das ist ja schon gigantisch. Das ist natürlich... Viele Zuschauer vor 1990, die im Stadion kamen, heute ein bisschen weniger. Aber jetzt in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren sind wir wieder im Aufwärtstrend. Wir haben eigentlich immer mehrere tausend Zuschauer mit den Höhepunkten auch Pfingsten, dass wir da 7.000, 8.000 Zuschauer im Stadion haben. Beim Europameisterschaftslauf jetzt 5.000 Leute im Stadion. Also der Trend geht ein bisschen aufwärts. Also wir werden akzeptiert, wir werden wahrgenommen. Und ich sag mal, an uns kommt man hier in Güstrow ja auch nicht so ganz vorbei. Also von daher, die Zuschauer nehmen es an. Vielleicht doch bei der Gelegenheit gleich ein Wort noch zu deinem Einstieg in die Szene als junger Mann, denke ich mal, als Kind vielleicht. Also als Kind eigentlich schon, mein Vater hat mich ja, oder meine Eltern haben mich mitgenommen als kleiner Junge, war ja faszinierend, kann mich erinnern, dann gab es wirklich auch noch Regenrennen, die heute ja sehr selten sind, weil heute die Fahrer andere Voraussetzungen wünschen. Und ja, irgendwie hat es so fasziniert, war schon immer verwegen. Da ich sehr groß gewachsen bin, war das nicht so die Herausforderung für mich, da auf das Motorrad zu steigen. Hätte ich jetzt gefragt, warum nicht? Und irgendwann kam dann so die Sache, willst du helfen? Dann kam das und irgendwann, weiß ich gar nicht, als Junge war immer schon Willi Korinthen, der Stadionsprecher, habe ich gedacht, Mensch, der ist, das kann man sich mal vorstellen, hatte ich mir nicht träumen lassen, aber irgendwann war das Mikro da und so ging es dann so vor mehr als 10 Jahren los und macht riesigen Spaß und man braucht ja auch einen Stadionsprecher. Also es geht nicht nur um die Fahrer, das muss man ja auch ein bisschen moderieren, auch wenn das die Stars sind. Und das ist so das was heute mir Spaß macht. Und ich glaube, es wird auch ganz gut angenommen. Und das ist so mein kleiner Werdegang beim MC Güstrow. Stelle ich mir wirklich spannend vor so einer großen Kulisse zu sprechen. Das ist ja fast wie bei Hansa. Ne? Das ist ja ist nicht einfach. Ja, also wenn man so, ich glaube, das Größte war für mich der erste Europameisterschaftslauf, als Thomas Gollop und andere große Fahrer, die das erste Mal dann in Güstrow waren, anzusagen. Es gehört einfach Lampenfieber dazu. Ich weiß gar nicht, Thorsten, vielleicht geht es dir auch so bei jeder Sendung. Also ein bisschen. Auf jeden Fall. Ist es immer so, man muss reinkommen, aber dann ist es, glaube ich, wie beim Fahrer, der sich konzentrieren muss. Und wenn es dann so angefangen ist, dann lässt das auch alles ein bisschen nach, die Nervosität.
Aber es ist schon, also ich glaube, mich sehen ja mehr Leute, als ich dann sehe, wenn man da drinnen steht oder wenn man von oben spricht. Aber ja, so ein bisschen Routine ist es geworden, aber es ist halt jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Super. Nochmal zu Bruno. 1972 gab es so eine Isolation international. Also es durften keine 72, die Fahrer. 72 durften, war ich nicht mehr. Warst du nicht mehr da? Okay. Nee. Kannst du da was zu sagen? Hast du da was von gehört? Nein, also ich weiß es nur vom Hören sagen, was ja? Dass es eben eingeschränkt wurde. Das war ja so, die nicht-olympischen Sportarten wurden ja eingeschränkt. Ja. Ach, das traf alle Sportarten. Genau. Okay, okay. Ich glaube, 72 war das letzte offizielle Weltmeisterschaftsrennen in der damaligen DDR. Das war dann in Güstrow. Das weiß ich, weil mein Vater erzählte das. Und danach war ja der internationale Wettkampf nur auf bestimmte Länder registriert, bis dann 1990 dann eigentlich der erste Weltmeisterschaftslauf wieder mit stattfinden konnte, deutscher Beteiligung stattfinden konnte. Genau. Das Stadion auseinandergebrochen, das da waren so viele Leute da. Da war ich auch dabei, genau. Ja, Bruno, dann bis wann warst du aktiv? Bis wann? Bis 68. Bis 68. Was waren in den 60ern so die Höhepunkte? Was war da, also in deiner Zeit, was hast du so in Erinnerung, was waren die Highlights, die besonderen Höhepunkte? Ja, ich hatte 66 Vizemeister, 67, 68, 66, 67, 68 Mannschaftsmeister mit. Der DDR? Der DDR. Und international, gab es da auch schon besondere, na, da hab ich oder auch vielleicht kuriose, nicht, hast du nicht so mitgemischt? Okay. Ja, was denkst du, Thomas? Welche Personen müssten wir jetzt mal bei 60 Jahren Speedway in Güstrow, was waren aus deiner Sicht die prägenden Personen für den Verein? Da kommt man ja am Fritz so wenig vorbei. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja der Mann, der das alles aufgebaut hat und sich da wirklich drum gekümmert hat. Ich sag mal so, das muss man schon noch große Hochachtung haben davor, was der Mann geleistet hat, sag ich mal, dass wir so zu diesem Ansehen auch gekommen sind. Ja, wir haben ihn viele Jahre erleben dürfen, was er da geschaffen hat im Stadion, und er war ja auch unermüdlich. Und ja, ich sag mal, das, was wir sind, können wir nur ihm verdanken. Aber natürlich auch dann infolgedessen einige Fahrer, die sich besonders hervorgetan haben, auch für. Naja, er war ja, wir hatten ja Clemens schon mal mit hier. Genau, ne? Er war ja ein harter Trainer, genau. Und hat das ja auch, ja. Es waren ja damals, als ich anfing, waren ja viele junge Fahrer, die fahren wollten. Und er war ja auch, hat ja ein Auge gehabt, auch wer so ein bisschen Talent hat und sowas. Und diese Leute hat er ja gefördert auch. Ja, ja. Ja, bei 50 Jahre Speedway hatte ich gelesen, da habt ihr so eine Veranstaltung gemacht im Stadion. Beim Pfingstpokal war das, glaube ich. Da wurden nochmal diese Aktiven alle nochmal mit auf die Bahn geholt. Das fand ich damals ganz spannend. Da war der Bruno auch mit dabei, ne, bei dieser 50-Jahres-Veranstaltung mit Eberhard Kammler, Dieter Tetzlaff, ich will die einfach nur noch mal nennen, ne, weil ich halte es für wichtig, Clemens Beber, Werner Mell, Dieter Triemer, Mike Jenning, Roland Sass, Thomas Koch, Wolfgang Erke, Ralf Baumann, Mike Ebensing, Heiko Müller, Steffen Mell und Mirko Wolter begleiteten damals in einem historischen Umzug, hätte ich bald gesagt, im Stadion, also mit den Bahnmaschinen und Fahrzeugen aus der jeweiligen Epoche, so eine Ehrenrunde. Das war natürlich... Was gleich. Also ist zum 60. jetzt nicht geplant, dann zum 70. erst wieder, denke ich mal. Ja, das denke ich, dass wir dann zum 70. mehr machen, wenn es uns dann noch gibt, das wollen wir hoffen. Und ja, so richtig geplant ist zu diesem Rennen eigentlich nichts, aber wir haben uns das als Highlight gesetzt und wollen so ein paar kleine Sachen machen zur Deutschen Meisterschaft jetzt am 16.09. Sind wir gespannt. Dürfen wir alle gespannt sein, ob wir da ein paar... passende Worte vielleicht vom Stadionsprecher aus dem Wort. Also ich denke, da werden wir noch ein paar Sachen so aus dem Ärmel auch schütteln. Auf alle ich will Fälle nicht unter Druck setzen. Nee, nee, will. Nein, der Höhepunkt ist eigentlich, dass wir uns zum Jubiläum selbst belohnen, dass wir die Zuerkennung des Finales der Deutschen Meisterschaft bekommen. Das ist ja das höchste deutsche Prädikat, und das werden wir zu dem Jubiläum ja, das im September jetzt dann durchführen. Das ist, denke ich mal, eine Anerkennung auch im Bahnsport Deutschland, was man jedes Jahr kriegt. Und deswegen werden wir das als Höhepunkt so zelebrieren auch. Wir sind gespannt. Bruno, du bist unser Hauptehrengast, sage ich jetzt mal so, heute hier in der Runde. Deswegen habe ich da ganz spezielle Fragen. Wie gesagt, dein Name stand auf dem ersten Programm, hatten wir ja gesagt, vom MC Güstrow 1963 am 29. August. Und 1966 haben wir gesagt, der erste Meistertitel. Im gleichen Jahr DDR-Vizemeister. Aber jetzt kommt es, 1968 schon endete deine Laufbahn. Du hattest einen Schulterbruch, ja, genau. Es war ein Anfänger bei, und in der ersten Kurve war es passiert. Die hatten, war einer vor gewesen, und da hat es gerummelt. Und dann haben wir es nochmal hingekriegt, aber
Unfall ist. War die Entscheidung? War richtig gebrochen. War richtig durch, ja. Hat immer Schmerzen gehabt. Und also gab es keine Alternative, nochmal wieder, nee, vielleicht nach einem Jahr Pause, nee, wieder einzusteigen? Wir haben versucht, so? Ich war immer noch, aber. Ja. Wie alt warst du da? Der Ruck war zu doll. Wenn wir so eine Federung gehabt hätten, ja, was hier ist. Ja, okay. Wir hatten ja so eine Dinger drin. Wie alt warst du damals, als du aufgehört hast? Wie alt warst du da? Wie alt war ich da, weil ich aufgehört habe? Egal. Das ist egal. Jedenfalls noch im besten Alter eigentlich, aber wie gesagt, Alter, ja, die Entscheidung ist dir bestimmt nicht leicht gefallen. Ja, und denk mal, deine Fans waren auch nicht gerade so begeistert, dass du einfach so nicht mehr weiterfahren konntest für Güstrow. Das war natürlich, denke ich mal, tragisch. Ja, da gab es einen Dr. Klaus Düvel, der langjähriger Rennarzt war in Güstrow. Der hatte mal 2018 bei eurem Treffen, da gibt es immer so ein Treffen der Legenden, nennt sich das, glaube ich, ne? Wo wer organisiert das eigentlich? Da hat, glaube ich, Clemens seine. Ich glaub, Clemens, das macht Clemens so ein bisschen. Ne? Und da hat Dr. Düvel mal was gesagt. Und wie gesagt, er muss es ja wissen. Wie gesagt, seit 65, der erste Rennarzt war er sogar. Genau, das wusste ich gar nicht. Also er sagte damals, dass er für dich, das habe ich ja bei der Begrüßung schon gesagt, jedes Mal vorm Rennen schon mal pauschal ein Bett reserviert hat für dich. War das wirklich? Warst du wirklich? Düvel, Dr. Düvel. Dr. Düvel, genau. War das tatsächlich so krass? Das war so. Denn das war hart gewesen. Dann habe ich zu denen gesagt und dem Doktor, wenn du meine Schulter nicht hinkriegst, springe ich dir aus dem Fenster raus. Dann hat er noch einen Nervenarzt noch von angefordert, von, sag mal schnell, Bützow und da. Und dann haben sie es nochmal gebrochen. Und Schwerin war auch. Und dann hat er da über telefoniert und dann haben sie das bei der Nerv nochmal eingeklemmt. Dann nochmal gebrochen. Aua, hört sich nicht so. Und bei damaligen medizinischen Bedingungen, denke ich, stelle ich mir das nicht so. War ganz hart gewesen. Möchte man nicht erleben. Ja, dann hast du quasi aufgehört. Und Fakt ist ja auch, die Bahnbedingungen waren ja damals auch nicht so, wie man sie vielleicht heute kennt, wenn ich allein an die Bande denke, an die Air, wie heißt die nochmal? Die Airfans, genau. Also die Bekleidung, die Schutzbekleidung, war die schon entsprechend? Warst du genug geschützt? Hätte man vielleicht unter heutigen Kombibedingungen? Wir haben einen Schweißeranzug gehabt von Landmaschinenbau. Ja, ja. Und dann hatten wir auch ein klein bisschen Geld und dann war von Schweden einer, den kannte ich da gut, dann sagte er, dann kommst du mit nach Stralsund und dann kriegst du meine Kombi. Bloß da passt dich recht rein, musste ich ein bisschen hungern. Welche Helme habt ihr damals? Dann habe ich selbst eine Kombi gekauft. Ne? Aus dem Westen? Oder gab es bei uns schon Kombis? Nein. Der war von Schweden gewesen. Aus Schweden? Und der musste dann warte bis zum letzten Rennen, weil seine Frau hat aufgepasst, wo was er macht und tut. Und er hat gerne einen getrunken. Und dann habe ich da schnell die Kombi und die sind weggefahren. Und dann war ich auch schon ein bisschen König. Bruno, welche Helme habt ihr gefahren damals? Wie muss man sich das vorstellen? Also sicherlich noch unten mit Leder oder war das schon, war der ganze Kopf geschützt beim Motorradhelm? Ja, der war gut geschützt. Ja, war schon ein guter Helm gewesen. Schon. Okay. Ja. Du warst ja damals auch ein toller Hirsch. Du warst ja auch ein sehr attraktiver oder bist immer noch ein attraktiver Mann. Aber ich habe Bilder gesehen von damals. Da hast du doch sicherlich auch schon so deine Fans gehabt, denke ich mal. Ne? Wenn ich das so sehe, das waren richtig schicke Bilder, die ich da gefunden habe im Netz von dir. Ja. Und magst du da nichts so erzählen? War das auch schon so, dass die Mädels da hinterher waren, hinter so einem Speedway-Fahrer? Ich habe drei Stück gehabt. Heute ist es ja gang und gäbe, ne? Das gehört halt mit dazu. Da so waren bisschen. Zwei mit und dann meine jetzige Frau, die war auch da und die habe ich heute doch. Schöne Grüße an Brunos Frau, ne? Gerade im Krankenhaus. Ne? In der Reha-Klinik in Lohm. Genau, alles gute Besserung, Frau Bühler. Und weil wir gerade über die Familie sprechen, vielleicht mal. Ich habe hier ein ganz tolles Foto von dir, dass wir vielleicht auch mal in die Kamera das. Was sehen wir auf dem Foto? Ich halte das mal in die Kamera. Mit der Tochter. Mit der Tochter. Einjährig. Das war wann? 1968 muss es sein. 68. Kamen wir das drauf, ja? 68. Genau. Die 67 geboren. Das ist der Bruno mit seiner Tochter. Und erzähl mal was dazu. Da hast du sie vorne im in der Kombi. Die Kombi aufgemacht und rein. Ich glaube, Eberhard Kambler hat die Maschine fertig gemacht. Ja.
Und zu meiner Frau habe ich dann gesagt, komm mal hoch mit Christine. Und mal gucken, habe ich sie weggenommen, eine Kombi und schon lief. Und dann bin ich, ich habe gewettet gehabt. Und dann denke ich einmal rum, dann glaubt das nicht. Dann bin ich zweimal rumgefahren. Und so wie hat meine Frau heiß gemacht und hat geschafft. Da eine Ehrenrunde mit der Tochter. Wer kann das schon sagen, ne, dass er mit dem Papa damals... gefahren, auf der Rennbahn mit einer Hand. Mit einer Bahn? Hier. Mit einer Hand sogar. Ist das heute überhaupt noch möglich? Ja, mit Gas gegeben und die eine Hand hat festgehalten. So. Super. Ja, also anfahren geht es nicht, ne? Also, aber wenn es rollt, dann geht es zu fahren. Für einen Wheelie reicht es ja nicht. Aber. Nein. Okay, weil wir jetzt gerade über die Maschine gesprochen haben, da auf dem Foto haben wir gesehen, die sahen auf jeden Fall, wenn ich den Lenker so sehe, noch etwas anders aus, etwas gewaltiger. Ja, ne? Wir haben den geteilte Lenker gehabt. Ach so. Dann konnte man den einen bisschen höher stellen. Ah, deswegen. So, das ist... Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Nee, dann hast du mehr im Ding so. Dann konntest du beim... Der hat ja vorne gehopst, da war ja keine Federung gewesen. Keine Federung, okay. Spannend. Thomas, spannend, ja. Du hast heute ins Studio eine aktuelle Maschine oder gibt es da schon wieder moderneres? Ja, da gibt es moderneres. Ist ja. Aber eigentlich so, sag mal, grundlegend ist ja, sag mal, zu Bruno, wie er schon sagt, die Federung ist schon ganz anders. Diese Schwinggabel bei dem Motorrad, das ist natürlich schon ja, viel moderner. Oder auch selbst die Kupplung. Und das Hauptmerkmal zu dem anderen Motor ist, dass eben der liegende Motor hier eingebaut ist. Ja. Das ist schon andere Technik, das muss man schon sagen. Zu dem damaligen Rennen oder zu den damaligen Rennfahrern sind diese Motorräder ja schon etwas, ja, wie sagt man, moderne. Etwas moderner und ja, sie sind auch etwas, glaube ich, ein bisschen gutmütiger. Ne? Das sag ich ist mal so. Kein Java-Motor? Doch, das ist ein Java-Motor. Ach so, sehen die jetzt auch. Aha. Aber liegend eben eingebaut, ne? Und bei, ich sag mal, das sieht man vielleicht auf dem Bild nicht so, aber die Motoren und stehen wir eingebaut. Noch den alten Motor, den alten Java, den Beine oben gehabt. Genau. Das ist ein Stehendmotor eingebaut. Ne? Das ist, so und ist der hält das Gleichgewicht, ja. Der hat so einen Klotz. Wenn du den umgelegt hast, musst du es aufpassen. Mhm. Interessant. Aber wie gesagt, man sieht keine Bremse an dem Motorrad und auch keine Gangschaltung. Das Nein. ist die Besonderheit. Ne? Das ist immer wieder für die, die jetzt zum ersten Mal unsere Sendung gucken und nicht so mit Speedway in Berührung waren, vielleicht mal ganz interessant. Ne? Also Bremsen ist dann praktisch Gas zu und... Ja, einfach Gas wegnehmen. Ne? Ja, also dann wird das Motorrad langsam. Das ist ja sehr hoch verdichtet, das Motorrad, und wird dann dadurch langsamer. Also es ist ja direkt vom Motorabtrieb sozusagen über die Kupplung getrennt, einfach nur die Kraft. Mehr ist da eigentlich nicht. Es ist also kein normales Straßenmotorrad. Damit kann man es nicht vergleichen. Super. Ja, dann nochmal zu dir. Ganz kurz, welche sportlichen Ziele stehen in Kürze an? Auf was können wir... Na, wir hoffen vielleicht, dass wir einen deutschen Meister aus Mecklenburg-Vorpommern haben am 16.09. Und natürlich haben wir als MC Güstrow noch die Möglichkeit, in diesem Jahr innerhalb der Bundesliga auch um den Titel mitzufahren. Da haben wir am Abend zuvor in Stralsund die erste Chance, das wahrzunehmen. Und dann nochmal hoffentlich das Finale am 2. Oktober, dass wir ja mit viel Glück vielleicht den deutschen Meistertitel für den MC Güstrow einfahren können in diesem Jahr. Das sind so die Nahziele. Und ja, da haben wir so ein paar Hausaufgaben gemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen Glück haben und hoffentlich, dass wir dann mit unseren Fans zusammen den Titel feiern können. Wie sieht es mit den Einzelmeisterschaften aus? Also ja, Einzelmeisterschaft wird relativ schwierig werden aus Güstrower Sicht, aber gibt es vielleicht ein, zwei Favoriten, wenn man so an Kai Huckenbeck denken muss. Ist ja jemand, der sehr gut unterwegs ist, natürlich auf der Güstrower Bahn auch gut zu Hause sich fühlt. Ja. Da muss man mal schauen. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung. Güstrow ist für alle Dinge am Ende des Tages auch mal für eine Überraschung gut. Und Thomas sagt immer so, da kann jeder gewinnen. Das muss man erst mal zu Ende fahren. Aber das wissen wir dann am 16. Und ich sag mal, da ja, lade ich alle, die jetzt am Bildschirm sind, auch gerne ein, ins Stadion zu kommen. Das nutzen wir mal als kleine Werbeeinlage. Dann 19 Uhr der Start bei uns in Güstrow in der Plauer Chaussee. Super, genau. Also schaut vorbei. Noch ein Wort zu Hanna Grunwald. Ich bin da so ein kleiner Fan mittlerweile geworden. Ich verfolge das ganz aufgeregt, hätte ich bald gesagt, also sehr intensiv. Und ich bin der Meinung, das ist doch wirklich auch als Frau, das ist wirklich ein Talent, kann man das so sagen. Ne? Also ich bin fasziniert von ihren Erfolgen in letzter Zeit. Das ist doch... Ja, wir haben ja ein paar mehr junge Damen. Also Hanna fährt für uns in der Spielliga Nord und wir haben am vergangenen Sonntag ein tolles Rennen gesehen. Sie ist an den Jungs auch außen vorbeigefahren. Da gehört schon was dazu. Und ich sag mal so, Hanna bringt auch ein paar Fans mit in den Stein und da war die Stimmung schon gut. Genau.
Ich war auch im Stadion, okay. Übrigens mit Otto Triemer, haben wir zusammen gestanden und haben mitgefiebert. Ja. Ne, schöne Grüße auch an Otto, ne, der hat gesundheitlich leicht angeschlagen, sagen wir es mal so. Ne. Gute Genesung, denke ich mal, können wir ihm wünschen auf diesem Weg. Ja, vielen, vielen Dank. Nochmal ganz kurz zu Bruno. Bist du eigentlich noch oft im Stadion jetzt aktuell? Schaust du da nochmal vorbei bei den Rennen oder hast du das? Ja, selten. Ich komme da nicht von ab. Das ist so. Ich war Fan gewesen, also. Verfolgst das aber noch so ein bisschen, ne? Was passiert mit und so. Meine und Frau sind dann ab und zu mal gehen wir gucken. Ich denke mal, er wird auch ab und zu noch mal eingeladen, so, wenn irgendwas ist, ne? Dass ihr noch Kontakt habt. Das sieht man ja heute. Du hast ja auch Bruno praktisch. Die ist ja auch schon Fan gewesen. Ja. Deine Frau auch, ja. Weißt du eigentlich, ich habe mal bei meinen Recherchen festgestellt, da gab es da so eine Zeitschrift zu der Zeit, die nannte sich Neues Deutschland. Und am 19.09.66 stand da, Jürgen Hehlert löste Jochen Dinser ab, neuer Austragungsmodus, neuer deutscher Meister im Speedway-Sport ist seit 18. September Jürgen Hehlert vom MC Dynamo Rostock. Hehlert, 25-jährig, beteiligte sich seit 1962 am Bahnsport. Er war damals der erste deutsche Meister im Speedway-Sport. Vizemeister 1966 wurde der 26-jährige Bruno Bülow vom MC Güstrow. Also du hast es sogar bis ins neue Deutschland geschafft zu DDR-Zeiten. Aber ich muss was dazu sagen, in Rostock hätte ich deutscher Meister werden können. Dann haben wir 3 Rennen gefahren. Ne? Ja. Und dann nachher das letzte Rennen wurde an das Rad eingebaut. Das wurde irgendwo vom Boot geholt, von irgendwo. Weiß ich nicht. Jedenfalls, ich habe das nicht kontrollieren können. Und ich komme in der ersten Kurve rein, da war die Kombi durch, da war alles durch. Da war viel, viel zu Luft, hat keiner nach der Luft geguckt. Und da voll den Dings gewesen. Also das war der Fehler gewesen. Da hat kein Mechaniker hingeguckt und hat die Luft abgelassen. Voll Sprit und dann alles kaputt. Das habt ihr das damals auch entsprechend ausgewertet, Bruno? Ja, das ist ja im Nachhinein ärgerlich, ne? Denke ich mal, für dich damals. Ärgerlich. Das war ein Dreck gewesen. Das war ein Dreck, genau. Und wenn da zu viel Luft drin ist, ne, dann geht er ab wie eine Düsenmaschine. Ja. Okay, interessant. Dann illustrierte Motorsport 1968, Heft 24. Da stand Speedway Güstrow wieder Meister mit Bruno Bülow. Dahinter Jamila aus Polen und Trofimov aus der UdSSR. Der Güstrower Meistertrainer Fritz Sube, den wir dann nochmal erwähnen an dieser Stelle. Sag mal, was war das für eine Veranstaltung? Was war das für eine Meisterschaft? Weil ich hatte jetzt gedacht, das ist irgendeine deutsche Meisterschaft. Und du sagst, die deutsche, der Endlauf war in Meißen gewesen, 68. Ja, okay. Ich war ja vorher in Meißen, 14 Tage vorher gestürzt. Ich lag ja im Krankenhaus. Ja. Ne? Und dann Bruderguss. Dann kommt Sube an und sagt zu Dr. Nüvel, kann Bruno nicht mitkommen. Wenn der nicht mitkommt, wären wir kein deutscher Meister. Okay. So, dann habe ich so gehorcht. Ja. Wenn ich raus darf aus dem Krankenhaus, ja. Wenn wir punktiert hätten, sagt, wir wollten heute punktieren. Wenn es auf gewesen wäre, hätte ich nicht mit können. Wäre schon schlimm gewesen. Hätte nicht gelassen. Ich sage, wenn die Maschine anmacht und fertig macht, kann ich auch Gas geben. Haben wir gewonnen. Aber Bruno, die Frage ist auch, deutsche Meisterschaften, aber es waren Fahrer aus der UdSSR und aus Polen mit dabei. War das da so üblich, dass man das kombiniert hat? Das waren andere, deutsches Verband wir. Da war Tetzlaff, dann war Job Kohl, dann war ich, sind schon 3 und wer war noch? Und Kambler. Deutsche Meister, das waren ja die 3 Sachen. Ja, weil in einem Artikel beides zusammen. Die internationalen Fahrer weißt du auch nicht, Thomas. Das ging nicht. Wir haben 66, 67 und 68 die Meisterschaft. Ja, ich bin zu neugierig. Da kommt kein anderer mit rein. Vielleicht auch unglücklich geschrieben damals in der Motorsport. Ja, egal. Auf jeden Fall erfolgreiche Karriere, Bruno. Und jetzt habe ich mitbekommen, du hast ein neues Hobby. Seit 2010 pflegst du Blumen, habe ich gelesen. Stimmt. Ne? Ich sag mal nur Stichwort Hortensie. Das ist so dein Steckenpferd aktuell. Machst du das noch? Oder? Hortensien, alles. Alles tipptopp. Vom Top-Speedway-Fahrer zum Blumenexperten, kann man also sagen. Ich habe auch selbst ein Gehänge entwickelt, einen Kahn. Wir haben da den in der Kunstschmiede, den Fust. Ja, ne? Ja, genau. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, ich möchte hier sind die Eisendinge. Und da möchte ich Rollen dran haben. Und dann war ich im Baumarkt gewesen. Dann habe ich 3 so eine Blumenkübel gekauft.
eine bisschen größer und oben immer kleiner, drei Stück. Und da hat er so eine Ringe gemacht. Und wenn richtig Sonne ist, kann ich die im Schatten schieben, hin und her schieben, die Blumen. So eine Gehänge. Koch kann das. Hast du schon sich davon überzeugen können? Als ich ihn abgeholt habe, ja. Super. Im Vorgarten und überall. Spannend. Vielen, vielen lieben Dank für die interessanten Ausführungen. Bruno, es war schön mit dir, es hat mir Spaß gemacht. Ich denke mal, wir hätten noch eine weitere Sendung füllen können oder können das vielleicht auch noch mal im Auge behalten zu einem anderen Anlass. Jetzt ging es um 60 Jahre Speedway und da haben wir, glaube ich, für unsere Zuschauer einiges an Informationen darbieten können. Ich danke dir, Thomas. Danke, Steffen. Danke, Bruno. Es war toll. Und Sie, liebe Zuschauer, wie gesagt, Speedway-Rennen in Kürze. Meine Lieben. Schauen Sie vorbei, bleiben Sie schön neugierig und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Im Fokus aktuelle Themen im Talk. Vielleicht dann wieder beim Thema Sport mit mir. Bleiben Sie gesund und ciao, ciao.